Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Und die Virologen kämpfen in diesen Tagen. Inzwischen beklagen sie aber zunehmend, dass die Mächtigen ihnen nicht mehr zuhören. Meinen Gast kennen Sie als eine der führenden Stimmen in dieser Corona-Pandemie. Sie ist Professorin. Sie leitete die Virusforschung beim größten deutschen Pharmakonzern. Sie gründete ihr eigenes Unternehmen und jetzt berät sie auch die Bundesregierung. Herzlich willkommen, Professor Helga Rübsam-Chef. Tag, Frau Maischberger. Hallo. Jetzt habe ich gesagt, Sie beraten die Bundesregierung als Mitglied der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Aber haben Sie überhaupt Kontakt mit der neuen Regierung schon? Ist der Kontakt zur alten Regierung zwischenzeitlich verloren gegangen? Das will ich so nicht sagen. Also wie gesagt, die Leopoldina gibt ja generell Stellungnahmen heraus. Wir haben erst kürzlich eine Stellungnahme geschrieben unter meiner Leitung und unter der Leitung von Professor Bartenschlager aus Heidelberg, wo es um eben den Einsatz von Medikamenten gegen Corona geht, die wir dringend brauchen und einsetzen sollten, um eben eine zweite Verteidigungslinie sozusagen aufzubauen. Auf der anderen Seite habe ich immer viel Kontakt zu den verschiedenen Parteien im Bundestag gehabt und das hat sich auch nicht geändert. Mhm. Wissenschaftler haben ja einen großen Einfluss, jedenfalls hat man gedacht, sie haben einen großen Einfluss. Ist das eigentlich eine Rolle, die die Wissenschaft wollte? Ursprünglich nicht, aber wenn man eben so eine Notsituation hat, wie die, in der wir jetzt sind, dann kann man sich natürlich auch nicht in seinen Elfenbein verkriechen und kann sagen, geht mich nichts an. Also mir persönlich geht es immer sehr darum, dass wir, was immer wir diskutieren, auf Fakten, die auch publiziert sind, die in vernünftigen wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert sind, dass wir die darauf, also alle Handlungen darauf basieren lassen und immer wieder uns fragen, was ist denn wirklich bekannt und was wissen wir eben noch nicht? Ja, aber das ist ja genau das Problem gewesen jetzt bei einer neuen Krankheit, dass man immer auch mit Zwischenergebnissen an die Öffentlichkeit geht, weil es ja auch gar nicht anders geht. Das war so ein bisschen so ein Stresstest für die Glaubwürdigkeit natürlich der Forschung. Vor welchen Fehlern würden Sie Wissenschaftlern in der Pandemie immer warnen wollen? Ja, ich glaube, der Fehler ist, dass man manchmal zu enthusiastisch wird. Ja? Und zum Beispiel, wir waren alle sehr enthusiastisch, wie der Impfstoff da war. Inzwischen haben wir gelernt, er hält nicht so lange durch, wie man gehofft hat. Und das muss man jetzt auch kommunizieren. Und das muss man genauso sagen als ein Fakt, was eben die Welt dazugelernt hat. Also Enthusiasmus ist wahrscheinlich fehl am Platz, jedenfalls solange man noch nicht am Ende ist. Definitiv. Die Zahl der Infizierten erklimmt immer neue Rekordstände. Was jetzt zu tun wäre, darüber reden wir gleich. Erst kommen hier die drei Fragen, die alle Gäste beantworten. Wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben? Also Macht über mich in dem Sinn, glaube ich, hat niemand. Aber wenn Sie fragen, wer großen Einfluss auf mich nimmt, dann sicherlich die Familie. Ne? Wann haben Sie sich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt? Auch da gibt es immer mal wieder Situationen, wo etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin da ein Mensch, der auch sofort Gegenmaßnahmen ergreift und versucht, aus der Situation rauszukommen. Weil Sie das Gefühl der Ohnmacht nicht mögen. Genau. Ja, wer mag das schon? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Macht haben Sie? Naja, ich war ja Geschäftsführerin der Firma, das habe ich inzwischen übergeben. Jetzt bin ich Aufsichtsrätin und auch im Aufsichtsrat hat man natürlich sehr große Möglichkeit, auf die Entwicklung der Firma Einfluss zu nehmen. Also ich denke schon, das ist auch eine Position mit Macht, aber natürlich auch mit sehr viel Verantwortung. Das geht ja Hand in Hand. Ich habe keine Zahl gehört von 1 bis 10. Ja. Sagen wir mal 8. Immerhin, nicht schlecht. Professor Helga Rübsam-Chef ist heute zu Gast, Expertin der Virusforschung. Sie sagten im Frühjahr eine Zahl an täglichen Neuinfektionen, die Öffnungen erlauben, die läge so etwa bei 2000. Das war im Frühjahr. Jetzt haben wir sprechen am Freitag, in dieser Woche Zahlen um die 60.000 täglichen Infektionen gesehen. Der Unterschied zum Frühjahr ist, dass das Leben im Moment noch normal weitergeht. Also wir hatten den Karnevalsstart, wir haben die vollen Restaurants, wir haben volle Fußballstadien. Macht Ihnen das eigentlich Angst, wenn Sie das sehen? Absolut. Also ich halte das in der jetzigen Situation für nicht mehr in Ordnung. Man darf ja nicht vergessen, dass Coronaviren Erkältungsviren sind, die in den Wintermonaten immer besonders aktiv sind, besonders stabil sind und damit auch länger infektiös bleiben. Das haben wir im letzten Jahr alles schon gesehen. Im letzten Herbst gingen die Zahlen ja plötzlich auch hoch. Haben wir aber offensichtlich vergessen uns. Und zumindest haben wir uns nicht gut darauf vorbereitet. Und
wir wissen eben gleichzeitig, dass die Impfung auch nicht so gut mehr vor der Übertragung und vor der Infektion des bereits Geimpften schützt. Also es sind zwei Komponenten, die auf jeden Fall bedeuten, dass man mit mehr Infektion rechnen muss. Und deswegen glaube ich, kommen wir um Einschränkungen nicht drumherum. Wie ist denn die Situation zu beurteilen? Also ich habe heute jetzt gelesen, dass sich München auf eine Triage vorbereitet. Die Kliniken, also Triage heißt, dass die Ärzte entscheiden müssen, wen sie behandeln, wenn sie nicht genügend Betten haben. Es gibt die Warnung vor einem schlimmen Weihnachten, die kommt vom RKI. Was glauben Sie, wie werden unsere nächsten Wochen aussehen? Ich glaube schon, dass die Zahlen weiter sehr hoch bleiben werden, dass die Anspannung in den Krankenhäusern bleiben wird. Denn auch wenn man jetzt auf die Bremse treten würde und zum Beispiel alle öffentlichen Versammlungen absagt, dann dauert es ja immer noch ein paar Wochen, bis das überhaupt wirkt, bis man das an den Zahlen sieht und an den Krankenhauseinweisungen. Ja, das ist ja immer erst die Infektion, dann wird man krank und so weiter. Es dauert also, bis der Effekt sich zeigen kann. Es gab gestern so eine Art emotionalen Ausbruch des Chefs des Weltärzteverbundes Montgomery bei Maybrit Illner. Er hat der Politik vorgeworfen, ihr habt komplett versagt. Tatsächlich gab es diese exakten Prognosen vom RKI schon im Juli. Bei Impfquote XY werden wir so und so viele tägliche Infektionen haben. Warum glauben Sie, wurde nichts wirklich unternommen? Wahrscheinlich war die Politik sehr mit sich selbst und mit dem Wahlkampf beschäftigt. Und das ist ja auch menschlich. Man glaubt immer das, was man sieht. Und im Sommer hatten wir ja deutlich niedrigere Zahlen. Da war es deutlich entspannter. Es waren ja auch viele frisch zweimal geimpft. Damit war ja auch die Gefahr nicht so groß, objektiv gesehen nicht so groß, wie wir sie jetzt haben. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die zusammengespielt haben. Aber man hätte Folgendes machen können, die Booster schon mal vorbereiten. Man hätte vermutlich einen Notfallplan für den Herbst haben müssen. Definitiv. Also vor allen Dingen die Booster, glaube ich, das hätte man sehr deutlich kommunizieren sollen, denn die Daten waren im Juli da, ja, dass man die Boosterimpfung braucht. Ein Land wie Israel hat ja auch sofort reagiert. Die hatten ja im Sommer extrem hohe Zahlen im Land an Infektionen und auch die Kliniken waren voll. Israel hat reagiert und heute können Sie gucken, wie die Zahlen täglich purzeln, also runtergehen in Israel, weil die eben jetzt weit über 40% der gesamten Bevölkerung schon das dritte Mal geimpft haben und bei den Älteren liegen sie weit über 80%. Also daraus kann man ablesen, wenn man reagiert hätte, sähe es bei uns auch anders aus. Über das Impfen müssen wir gleich nochmal reden, auch darüber, warum der Impfstoff nicht so wirksam ist oder so lange vorhält, wie man am Anfang gehofft hat. Aber erst einmal würde ich gerne mit Ihnen über das reden, was die Politik jetzt tut. Also es gab in dieser Woche sowohl einen Bundestagsbeschluss getragen von den Parteien der neuen Regierung, als auch eben einen Beschluss der Ministerpräsidenten, Bundesrat. Jetzt gibt es eben folgendes 2G flächendeckend, 3G am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt wieder die Maskenpflicht, es gibt ein Abstandsgebot, aber der bundesweite Lockdown, der wurde jetzt gesetzlich ab eigentlich übernächster Woche ausgeschlossen. Wie bewerten Sie das? Also ich bin kein Jurist, ich kann das vom Juristischen nicht beurteilen. Und natürlich, glaube ich, ist auch ein bundesweiter Lockdown das Letzte, worüber man nachdenken sollte. Also ich bin schon der Meinung, man sollte alle anderen Maßnahmen erstmal einsetzen und hoffen, dass dann die Pandemie sich etwas reduziert. Denn wir wissen ja alle, so ein Lockdown ist schon auch mit erheblichen Kosten, Nebenwirkungen, auch psychischer Art etc. verbunden. Also das macht man natürlich nicht gerne, das ist gar keine Frage. In Österreich wird es soweit sein, nächste Woche, so lesen wir heute schon. Für Ungeimpfte gilt das jetzt schon, aber dann eben auch zum Teil für Geimpfte. Wenn man schon das Gefühl hat, dass 2G möglicherweise nicht weitergeht, was wäre dann nicht eine Konsequenz, den Leuten ehrlicherweise zu sagen, das, was wir jetzt gerade tun, wird die Situation nicht so drastisch entspannen, wie sie entspannt werden müsste? Das ist so. Und mein Israel hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, wer zweimal geimpft ist und sich nicht geboostert hat innerhalb von ein paar Monaten, der ist für mich ungeimpft. Also die werden behandelt, als wenn sie gar nicht geimpft wären. Also was dann eben die Übertragung des Virus betrifft. Und ich halte das für eine absolut richtige Strategie, um auch die Drittimpfung eben massiv zu befördern.
Lothar Wieler hat heute gesagt, man muss die Clubs schließen, also Hotspots zumachen, Großveranstaltungen absagen. Es gab einen Streit in den letzten Wochen darüber, ob eigentlich eine wissenschaftliche Evaluation stattgefunden hat über das, was an Maßnahmen funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Haben wir da eigentlich eine Erkenntnis, zum Beispiel was die Ausgangssperren angeht? Also es gibt ja eine groß angelegte Studie der Oxford University, die haben europaweit die Wirkung von solchen Maßnahmen verglichen und evaluiert. Und da ist die Antwort, dass zum Beispiel in der zweiten Welle Schulschließungen gar nicht mehr so viel gebracht haben, weil man eben in den Schulen schon vorsichtig war und bestimmte Maßnahmen ergriffen hatte, dass aber eben der generelle Lockdown nach wie vor der effektivste Weg ist. Und Schließung von Bars hat einen Effekt. Also den kann man auch messen, aber es ist nicht der allerstärkste. Aber es hat einen Effekt. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, unsere Krankenhäuser kommen einfach nicht mehr weiter, die können nicht mehr Patienten aufnehmen, dass man dann wirklich über diese Dinge nachdenken muss. Und wie gesagt, in dieser Publikation sind Zahlen angegeben, also wie viel Prozent die jeweilige Maßnahme beiträgt. Also können Sie uns das nochmal erläutern? Also was wäre am effektivsten? Was müsste man quasi ganz alles schließen, natürlich, wenn man den generellen Lockdown macht. Haben Sie ja gesagt, das ist logisch. Die letzte. Klar. Und das ist das Letzte, was man tun will. Aber Großveranstaltungen absagen ist wirksam. Und wie gesagt, auch Bars und Restaurants schließen ist wirksam. Aber zum Beispiel nicht so wirksam wie bei den Großveranstaltungen. Also da ist ein kleiner Unterschied dazwischen. Aber was man eben aus dieser Studie aussieht, es gibt nicht die eine Maßnahme, die 100% bringt, sondern die eine Maßnahme bringt 12, die andere bringt 6 oder sowas. Und man sieht eben, dass man verschiedene Maßnahmen kombinieren muss. Jetzt sind Sie ja so im Stoff. Was machen Sie jetzt persönlich in Ihrer Planung für Weihnachten, Silvester, für die nächsten Wochen? Also bei uns in der Familie ist bis dahin jeder 3-mal geimpft. Von daher denke ich, dass man in kleinem Familienkreis ohne weiteres feiern kann. Ob man an Silvester jetzt groß ausgeht, muss man sehen. Also da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich habe einen Fall gehabt eines dreifach Geimpften, der schon im August seinen Booster bekommen hat und der ist trotzdem infiziert worden. Dann gibt es einen berühmten Fall, also ein Minister, dem das auch passiert ist. Warum ist es so, dass beim Impfen manche Menschen in der Immunabwehr offensichtlich trotzdem noch schlechter reagieren als andere? Also ein Impfdurchbruch bei einem Booster, bei einem, der dreifach geimpft ist, das kann passieren. Was ist die Grundlage dafür? Also das ist ja etwas, was man generell von der Impfung weiß, nicht nur was Corona betrifft, dass eben das menschliche Immunsystem unterschiedlich stark reagiert. Das hängt vom Alter ab, das hängt von Begleiterkrankungen ab. Manche Leute müssen ja auch aus irgendeinem Grund ihr Immunsystem unterdrücken, zum Beispiel wenn man eine Autoimmunkrankheit hat, passiert das. Und das sind alles die Fälle, wo eben die Impfung nicht so optimal funktioniert wie bei einem gesunden, jungen Menschen. Und damit muss man einfach rechnen. Und die zweite Frage eben, wie lange so eine Impfung anhält. Das kann von Virus zu Virus sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise, wenn Sie gegen das Hepatitis B-Virus 2-mal geimpft sind, reicht der Schutz normalerweise ein Leben lang. Hier bei Corona haben wir jetzt gerade gelernt, 2-fach geimpft reicht vielleicht 4 Monate bis 6 Monate. Und wie lange die Drittimpfung dann reicht, das wissen wir ja auch noch nicht. Also die Zahlen haben wir noch nicht. Das heißt, das wissen wir einfach noch nicht. Auch wenn jetzt in Israel ja eben als Vorreiterland man ablesen könnte, was passiert? Genau, die haben ja im Juli begonnen, jetzt haben die ein paar Monate hinter sich. Im Moment haben sie das Virus sehr, sehr gut im Griff. Aber es kann sein, in weiteren Monaten, dass es wieder ansteigt. Es gibt Experten, die sagen, nein, wir glauben, dass diese dritte Impfung jetzt wirklich ausreicht, um einen dauerhaften Schutz zu erreichen. Aber nochmal, die Daten haben wir nicht. Ja? Es ist ja erst vor ein paar Monaten die dritte Impfung gemacht worden in Israel. Und man muss jetzt die Zeit abwarten, um dann zu beurteilen, reicht das oder ist es bei Corona so, wie wir es von der Grippe kennen, dass man ständig auffrischen muss? Wann glauben Sie denn, dass wir eine Antwort auf diese Fragen haben werden? Wir haben ja jetzt heute schon gelernt von Ihnen, Euphorie ist fehl am Platz. Also deswegen bleiben wir vorsichtig. Aber was glauben Sie, wann wir eine Antwort auf diese Frage haben werden? Gut, welche Antwort wollen Sie? Wollen Sie wissen, hält die... Wie lange hält der Booster? Also 6 Monate werden wir alle 6... Hält der Booster für ein Jahr? Wenn Sie wissen wollen, ob der für ein Jahr hält, müssen Sie eben ab Juli dieses Jahres ein Jahr warten, bis zum nächsten Juli. Und dann kann man zum Beispiel aus den Daten in Israel hoffentlich ablesen, erhält. Und dann auch früher hinschauen. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Also das heißt, wir müssen einfach jetzt die Zeit abwarten und ständig überprüfen, wie der Impfschutz ist.
Es gibt jetzt Angebote, wenn ich zu meinem Schnelltestzentrum hier um die Ecke gehe, die bieten mir jetzt schon an, ich könnte meine Antikörper dort auch testen lassen. Macht das Sinn, das zu bestimmen, um einfach auch individuell zu schauen, wie ist denn gerade mein Immunstand? Ja, ich weiß, dass das Menschen machen. Ich persönlich habe es noch gar nicht machen lassen, um es gleich dazu zu sagen, weil sie können ja den sogenannten Titer bestimmen. Das also ist ein Maß für die Menge, die sie haben. Mhm. Und ob sie viel oder wenig Antikörper haben, sagt noch nicht aus, ob diese Antikörper auch funktionell sind. Ob sie, man nennt das dann neutralisierende Antikörper sind, die eben das Virus neutralisieren, deswegen heißen die so. Und das sind die, die sie schützen. Und das müsste man auch bestimmen. Und das ist mit so einem einfachen Test gar nicht zu machen. Und hinzu kommt, dass im Moment erst die Studien laufen, wo man mal bestimmt, welcher Antikörpertiter denn überhaupt für wie lange schützt. Mhm. Es ist ja noch, auch wissenschaftlich, muss man sich einfach klar machen, sehr viel im Fluss. Mhm. Das heißt also, Sie würden jetzt aus Ihrer persönlichen und wissenschaftlichen Einschätzung sagen, man kann das machen, aber es bringt nicht so viel. Also ich würde daraus zumindest nicht, also angenommen, ich habe einen sehr hohen Antikörpertiter, würde ich mich nicht drauf verlassen zu sagen, ich kann nie infiziert werden. Das glaube ich, kann man daraus nicht schließen. Wir reden über 2G und auch über die Folge, die das hat, dass viele, die sich geimpft haben, doppelt geimpft haben, das Gefühl haben, sie sind nicht mehr Teil der Pandemie. Macht es im Moment Sinn, auch nach dem nachlassenden Impfschutz zu sagen, eigentlich ist der Standard, müsste eigentlich sein 2G plus, also geimpft, genesen und trotzdem noch getestet? Definitiv, ja. Also wer nicht ein drittes Mal geimpft ist und wo die Impfung lang genug zurückliegt, da würde ich wirklich sagen, wenn man noch Veranstaltungen macht, dann sollte der Test dazugehören. Weil es einfach nicht ausreicht, doppelt geimpft zu sein. Ja, und weil wir eben wissen, ich meine, die Delta-Variante ist jetzt ja weltweit unterwegs, ist die dominante Variante und sie kann eben doppelt Geimpfte nicht nur infizieren, sondern die Menge an Virus, die doppelt Geimpfte dann im Rachenraum haben, ist so hoch, als wenn man nicht geimpft wäre. Man ist also für andere voll ansteckend. Und deswegen halte ich gerade für Veranstaltungen und überall, wo es kritisch ist, ein 2G plus für absolut richtig. Und Sie wären für Booster für alle, das hat jetzt ja auch die STIKO empfohlen, ab 18 sollten sich alle boostern lassen, das findet Ihre Unterstützung? Auf jeden Fall, ja. Impfungen für Kinder unter 12? Auch. Und die Ängste, die die Eltern haben, die man ihnen ja wahrscheinlich einfach auch so leicht gar nicht nehmen kann, wie soll man damit umgehen? Das ist bei der Impfung immer das Problem, weil sie ja den Impfstoff einem gesunden Menschen geben. Und natürlich hat auch eine Impfung hier und da Nebenwirkungen. Das ist bei allen Impfungen so. Das ist auch bei der Grippeimpfung so, das ist bei der Masernimpfung so etc., bei der Polioimpfung. Das ist immer eine Abwägung. Aber wenn ich eben sehe, dass auch Kinder erkranken können, speziell wenn sie Risikofaktoren haben und dass sie dann auch sehr schwer erkranken können, dann hätte ich viel mehr Angst vor dem Virus als eben vor der Impfung. Es gibt die Erkenntnis, dass im Moment die südlichen Länder, also Italien, Spanien, eine offensichtlich viel impfwilligere Bevölkerung haben als die nördlichen Länder, vor allem die deutschsprachigen Länder, Österreich, die Schweiz und Deutschland, sind Schlusslicht in Europa bei der Impfquote. Was ist eigentlich los mit uns, dass die unsere Bevölkerungen so skeptisch sind? Das könnte ja auch ein gutes Zeichen sein. Da sind lauter Menschen, die sich, Gedanken machen. Oder halten Sie es für ein Zeichen, das nicht so gut ist? Also ich würde mir wünschen, dass man dem Staat vertraut, wenn der eben sagt, wir haben einen Impfstoff und bitte wendet den an. Warum bei uns so eine Skepsis herrscht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich meine, ein Land wie Dänemark ist jetzt zu 85% geimpft. Man hat jetzt alle Maßnahmen fallen lassen, also alle Restriktionen fallen lassen. Und jetzt sieht man auch dort, dass selbst 85% nicht ausreicht. Und das bringt mich wieder zu der Forderung, dass wir jetzt dringend auf die Medikamente gucken müssen und gucken, dass wir also für den bereits Infizierten gute Medikamente zur Verfügung stellen, die früh genommen werden können und den weiteren Verlauf abbremsen. Kommen wir gleich dazu. Eine letzte Frage zur Impfung. Also es ist jetzt beschlossen, dass man tatsächlich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen anstrebt, also zum Beispiel die Pfleger, die dann auch tatsächlich mit den älteren Menschen zu tun haben, die besonders vulnerabel sind. Die generelle Impfpflicht ist ausgeschlossen worden in Deutschland. Österreich scheint da einen anderen Weg zu gehen. Was ist Ihre Haltung dazu? Sollte es eine generelle Impfpflicht geben?
Also ich würde zunächst mal sagen, dass die Impfpflicht für Berufsgruppen, die mit vulnerablen Menschen zu tun haben, aber auch für Menschen, die in ihrem Beruf einfach mit viel anderen zusammenkommen, die halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Wir sind, wie gesagt, das muss man einfach konstatieren, immer noch mitten in einer Pandemie. Und da hilft natürlich eine Pflicht zu impfen auf jeden Fall weiter. Und wir haben ja auch die Impfpflicht in Deutschland für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel die Masern. Also da hat man das ja schon getan. Natürlich hat die Regierung gesagt, das wollen wir nie. Aber wenn jetzt nun mal Tatsachen dafür sprechen, dass man härtere Maßnahmen ergreifen muss, ich denke, dann muss man auch bereit und fähig sein, sich zu korrigieren. Man kann ja immer sagen, wir haben gedacht, wenn jeder zweifach geimpft ist, ist alles gut. Ist es aber nicht. Und deswegen muss neu über solche Maßnahmen nachgedacht werden. Und gleichzeitig, und jetzt kommen wir zu den Medikamenten, weil das ist ja auch das, was wirklich Ihre Arbeit ausmacht. Und Sie sagen, im Prinzip haben wir uns viel zu sehr auf die Impfung verlassen und viel zu wenig auf die Medikamenten. Ist das so blöd zusammengefasst, das, was Sie denken? Ja, genau. Also ich sag's nochmal, man konnte am Anfang ja nicht wissen, wie lange der Impfstoff durchhält. Mhm. Ja, und deswegen habe ich von Anfang an immer dafür geworben, dass man auch noch eine andere Verteidigungslinie sozusagen gegen das Virus aufmacht, nämlich die Medikamentenentwicklung. Also wo ein bereits Infizierter ein Medikament einnehmen kann, damit das Virus in seinem Körper unterdrückt wird. Damit ist er für andere weniger infektiös, hat also auch einen Effekt auf die Ausbreitung des Virus. Aber vor allem, wenn das Virus früh unterdrückt wird, wird er gar nicht erst schwer krank und landet nicht auf der Intensiv. Und dass man hier sehr viel erreichen kann, war ich immer fest überzeugt. Und es gibt jetzt ja zwei Medikamente, die man als Pille nehmen kann, die gut verträglich sind. Das sind genau die Medikamente für so eine Situation, wo ich erfahre, ich bin positiv, wo ich nach Hause geschickt werde in Quarantäne und wo man mir dann die Medikamente mitgibt, 5 Tage lang muss ich die einnehmen und dann habe ich hoffentlich das Virus hinter mir. Das ist, es gibt eines von Pfizer, ich habe schon den saloppen Bezeichnung dafür gelernt, die Pille danach. Das wäre sozusagen genau das, was Sie gerade beschreiben, hat eine Notfallzulassung beantragt. Das wäre ein Game Changer, wie man so schön sagt. Ihrer Meinung nach? Also zumindest glaube ich das. Es gibt zwei Medikamente, wie gesagt, eins ist von Merck Sharp Dohme. Das ist zusammen mit Ridgeback, einer amerikanischen Biotech-Firma, gemacht worden. Da ist schon die Zulassung in USA bei der FDA beantragt und bei der EMA in Europa. Die FDA will Ende dieses Monats November entscheiden, also da dürfte man bald was hören. Und das Medikament ist interessanterweise schon in Großbritannien, also in UK, United Kingdom zugelassen, was wahrscheinlich auch zeigt, wie verzweifelt dort die Situation ist, mit nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen und einer hohen Belegung in den Krankenhäusern. Und das andere Medikament, das von Pfizer, ist meines Wissens noch nicht eingereicht, aber das dürfte jetzt jeden Tag erfolgen. Und das hat gezeigt, wenn ich das früh genug nehme, senke ich die Zahl der Krankenhauseinweisungen, die Zahl der Todesfälle um 80-90%. Aber auch da habe ich von Ihnen jetzt gelernt, nicht zu viel Euphorie. Man weiß, also man kann es probieren und man weiß aber noch nicht ganz genau, ob es tatsächlich dann so wirksam ist, oder? Es ist immer so, das ist auch beim Impfstoff nicht anders, dass wenn Sie eine kontrollierte klinische Studie machen, dass es andere Daten geben kann, als wenn Sie es dann in freier Wildbahn erproben, das Medikament. Ja, und hier ist es eben ganz wichtig, dass man das organisatorisch so hinkriegt, dass ich in den ersten Tagen der Infektion, wenn ich gerade weiß, dass ich infiziert bin, sofort das Medikament habe. Denn wenn ich es erst nach 14 Tagen bekomme, bringt es nicht mehr viel. Wir wissen, wenn die Patienten erst schwer erkrankt sind, was eben nach 14 Tagen passiert sein kann, dann ist die Virusmenge im Körper niedrig und dann bringt es auch gar nicht mehr so viel, wenn ich dagegen das Virus ein Medikament nehme. Also es muss früh passieren und wenn das früh passiert, gehe ich davon aus, dass man die Daten sehen wird, wie man sie auch in den klinischen Studien hat. Aber das muss man organisiert kriegen. Über die Rolle der Pharmaindustrie, ob sie Retter oder eben auch Nutznießer in der Pandemie ist, müssen wir heute unbedingt reden, gleich mehr darüber. Aber erst einmal unsere Kategorie Ein Satz zu. Das ist die kurze Form. Frau Professor Rübsam-Chef, ein Satz zu Doppelnamen. Finde ich gut. Ich habe ja auch einen. Sie haben schon den zweiten. Sie hieß mal Rübsam-Weichmann und jetzt Rübsam-Chef. Das ist korrekt, ja, genau. Ein Satz zum Reiten. Ich bin selbst Reiterin, tolle Sache. Ein Satz zu Markus Söder. Ja, ich meine, der hat natürlich anfangs sich sehr bemüht, mit der Pandemie fertig zu werden. Im Moment steht er nicht so gut da, wenn man sich die Zahlen in Bayern anschaut. Ein Satz zu Angela Merkel. Ich habe
sie immer bewundert, mit welcher Konsequenz und Klarheit sie auch die pandemische Entwicklung vorausgesagt hat und versucht hat, ihr zu begegnen. In letzter Zeit ist sie für meine Begriffe zu ruhig. Ein Satz zum Herpeswitz. Was ist der Herpeswitz? Das müssen Sie mich mal aufklären. Den habe ich von Ihnen gelernt. In einem ganz, ganz frühen Artikel gibt es den Witz, den Sie erzählen in meinem Interview. Was ist der Unterschied zwischen einer ewigen Liebe und Herpes? Achso, Herpes bleibt für immer, genau. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ich kannte den vorher nicht, nein. Ein Satz zu Harvard. Ja, da habe ich selbst zweimal als Forschungsassistentin gearbeitet. Toller Platz, um Wissenschaft zu machen. Ein Satz zu Sarah Wagenknecht. Da stehe ich eher kritisch gegenüber, vor allen Dingen auch, was Corona betrifft. Sie wartet auf einen Totimpfstoff, weil sie skeptisch ist den Impfstoffen gegenüber, die bei uns eben verabreicht werden. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Also es gibt einen Impfstoff von der Firma Novavax. Das ist wiederum eine amerikanische Biotech-Firma. Der wird jetzt zur Zulassung angemeldet. Der liegt so um 90% bei der Wirksamkeit. Sieht also sehr gut aus. Und ich sag's mal so, wenn einer Sorgen hat, weil diese Messenger-RNA-Technologie jetzt zum ersten Mal bei Impfstoffen angewendet worden ist gegen Viren, habe ich auch nichts dagegen, wenn man wartet und sich dann mit Novavax-Impfstoff impfen lassen will. Auf der anderen Seite muss man wissen, diese mRNA-Technologie ist ja bereits vor Corona auch schon gegen Krebs angewendet worden. Also es ist nicht das erste Mal, dass man mit dieser Technik in den Menschen geht. Und wenn man diese Erfahrung bei der Krebsimpfung nicht gesammelt hätte mit der Technologie, wäre man auch bei Corona nicht so schnell gewesen. Es gibt ja ganz viele Ideen und damit verlassen wir wieder die Kategorie, die auch von Politikern propagiert werden. In Österreich gibt es jetzt einen besonders interessanten Fall. Der FPÖ-Fraktionschef Herr Hickel ist infiziert. Er empfahl auch schon vorher ein Entwurmungsmittel, das in Österreich auch jetzt viel verkauft wurde und aber auch ziemlich vielen Schaden anrichten kann. Also das Mittel wird definitiv nicht zur Behandlung von Corona empfohlen. Ich würde in dem Fall wirklich dazu raten, entweder eine Antikörperpräparation zu nehmen, die muss zwar gespritzt werden, aber das kann ja ein Arzt tun, oder eben diese oralen Medikamente, von denen ich gerade sprach. Das bringt was und das würde ich auch sofort tun. Es ist nicht sehr, also Sie haben ja mit HIV angefangen auch zu forschen. Damals sind Ihnen sogenannte HIV-Leugner begegnet, also Menschen, die einfach schlicht und ergreifend gesagt haben, das gibt es gar nicht, das ist eine Erfindung. Etwas, was wir jetzt während der Corona-Pandemie wieder sehen, dass es Menschen gibt, die sagen, es ist eine Erfindung. Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Wie sind Sie damals damit umgegangen? Also ich habe damals schon meine Schwierigkeiten gehabt. Es gab beispielsweise einen sehr guten und berühmten Virologen, der Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaft der USA war, der ein HIV-Leugner war. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen, die das Wissen haben, was gerade so ein Mann hat, ja, wie die plötzlich emotional auf ganz andere Wege geraten und meinen, das Virus gibt's nicht. Also ich konnte es nicht nachvollziehen. Und auch jetzt kann ich es nicht nachvollziehen. Ich meine, wir sehen doch, dass die Krankenhäuser voll sind. Ich habe damals mit diesem Wissenschaftler auch diskutiert. Ich habe gesagt, Sie sehen doch, wenn man die Menschen nicht behandelt, kriegen sie AIDS und sterben. Und Sie sehen, wenn wir jetzt die ersten Medikamente einsetzen, dass die überleben. Also es sind doch nun mal Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann. Aber meine Erfahrung ist, wenn jemand erstmal sich so weit in so eine, das sind ja oft auch so Verschwörungstheoretiker, nicht, die hinter eben so einem Virus irgendeine Verschwörung erwarten, wenn die sich erstmal so weit gedanklich festgesetzt haben und auch emotional festgesetzt haben, mit rationalen Argumenten, habe ich zumindest damals gelernt, kommt man denen nicht bei. Tja, das ist keine besonders, macht keinen. Aber das müssten Sie vielleicht wirklich mal einen Psychologen fragen, was ich nicht bin. Ja, ich habe damals versucht zu argumentieren und das hat definitiv nicht funktioniert. Professor Helga Rübsam-Chef ist zu Gast heute. Sie hatten sich als Kind schon für Medizin interessiert, haben das aber dann nicht als Studium erst einmal sich zugetraut. Warum nicht? Das ist korrekt. Ich habe schon als Jugendliche sonntags immer im Krankenhaus gearbeitet und den Schwestern geholfen, weil mich das sehr fasziniert und interessiert hat. Und als ich dann 18 war und Abitur hatte, habe ich nicht getraut, das Studium der Medizin aufzunehmen, weil ich dachte, wenn dir irgendwas schief geht und dir stirbt ein Mensch, das wirst du dir ein Leben lang nicht verzeihen. Wie kommen wir zu so einer Haltung? Also ich würde gerne mal, die Familie, liest man, ist eine Architektenfamilie. Das heißt, also beide waren Architekten? Also von meinem Urgroßvater her, von der Familie mütterlicherseits, sind es Lehrer und Pfarrer. Lehrer und Pfarrer.
Und Sie haben ein Mädchengymnasium besucht, auf eigenen Wunsch? Nee, das war es in Düsseldorf, die Luisenschule. Das haben meine Eltern entschieden. Also damals wurde ich nicht groß gefragt. Was haben Ihre Eltern Ihnen mitgegeben im Elternhaus? Also das Akademische scheint ja doch angelegt gewesen zu sein. Also meine Eltern haben beide nicht studiert, muss man dazu sagen. Und deswegen hätten die mich vielleicht auch mit meiner Sorge, Medizin zu studieren, besser beraten können, wenn sie studiert hätten. Ja. Aber was sie mir definitiv mitgegeben haben, ist eben sehr viel Verantwortung zu übernehmen, sich das, was man tut, immer klar zu machen, warum man es tut. Also ein sehr bewusstes Leben zu führen. Das ist, glaube ich, was mir da sehr stark mitgegeben wurde. Sie haben dann statt Medizin Chemie studiert. Auch ein ungewöhnlicher Wunsch. Ich weiß nicht, wie viele junge Frauen waren Sie damals im Studium so? Also wir waren damals 10% Mädchen in dem Semester. Und da wurde natürlich gelästert von den Jungs. Die haben gesagt, ihr studiert ja nur Chemie, weil es hier 9 Jungs auf ein Mädel gibt, da könnt ihr euch einen Mann suchen. Ohne? Wirklich? Ja, doch. Musste man sich damals anhören. Ne? Aber ich habe keinen Chemiker geheiratet. Ne? Und man hat sie aber nicht ernst genommen, die ganzen jungen Frauen in dieser Zeit. Also anfangs wirklich nicht, das muss ich schon sagen, aber mich hat das nicht gestört. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt und es ging ja auch sehr gut. Mhm. Aber während des Studiums wurde mir schon auch klar, dass die klassische Chemie nicht mein Leben wird, dass mich eben biologische Zusammenhänge, also Life Sciences, das alles wesentlich mehr interessiert. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch Diplom gemacht in Chemie und promoviert in Chemie, versuchte aber mit allem so schnell wie möglich fertig zu werden, um dann eben nach der Promotion in verschiedene Labors zu gehen und mehr in die Biochemie reinzugehen. Dann habe ich eben auch gesehen, dass Viren Krebs auslösen können und Krebsforschung hat mich immer interessiert. Und so bin ich dann eben zur Biochemikerin, zur Virologin geworden. Dann habe ich natürlich auch Klonieren gelernt, also Molekularbiologie. Das war in Harvard beispielsweise. Also ich habe verschiedene Stationen nach der Promotion noch gemacht, um, sagen wir, den Werkzeugkasten zusammenzusuchen, den ich heute habe, wenn ich in der pharmazeutischen Industrie arbeite. Und ich muss dazu sagen, da ist die Chemie eine ganz hervorragende Grundlage gewesen. Sie haben auch eine Möglichkeit gehabt, als Gastwissenschaftlerin unter anderem an der Harvard-Universität Karriere in den USA zu machen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Man hat mir in der Tat eine Assistant Professorship an Harvard angeboten, aber ich wollte nach Deutschland zurück. Also ich habe ja 2 Jahre in den USA gelebt, aber ich fühle mich einfach als Mensch in Europa wohler, um es mal so zu sagen. Und ich wollte auch in den USA kein Kind erziehen. Ich wollte, wenn ich ein Kind bekomme oder Kinder bekomme, die wollte ich in Europa erziehen. Warum? Und das war für mich, weil das eine ganz andere Gesellschaft ist. Also man spürt das einfach, ja, da ist immer noch sehr viel Survival of the Fittest. Wir sind, glaube ich, in Europa wesentlich, achten mehr aufeinander, sind zugewandter den anderen. Und da ist immer noch viel Kampf und viel, auch Schau dabei bei vielem, was man tut. Und das liegt mir nicht so. Wo haben denn Frauen die besseren Chancen aus Ihrer Beobachtung? Deutschland oder definitiv, USA? Definitiv in den USA. Denn ich weiß noch, als ich mit Summa Cum Laude promoviert hatte und 24 Jahre erst alt war, da hat dann ein Kommilitone mal zu mir gesagt, weißt du was, im Mittelalter hätten sie dich als Hexe verbrannt. Also auch wahr, ne? Wirklich, so, wirklich wahr. Und wie ich in die USA kam, an die Cornell University, und die haben dann gehört, was ich für Noten hatte und auch mein Alter noch, gerade für Chemie dauert ja normalerweise deutlich länger, ja. Da haben die gesagt, wow, das ist aber toll. Also eine ganz andere Einstellung. Und das hat auch sehr geholfen, muss ich sagen, für mich, dass ich dieses Selbstbewusstsein aufbauen konnte. Aber interessanterweise, das habe ich jedenfalls nachgelesen, es wurde Ihnen in Deutschland dann irgendwann mal die Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung in Frankfurt am Main angeboten, dem Georg-Speyer-Haus. Und angeblich haben Sie erstmal so typisch weiblich reagiert mit der Gegenfrage, ja, glauben Sie, ich könnte das? Woher kommt die Zurückhaltung? Also das ist ja, das sagt man von Frauen, und das begegnet uns tatsächlich immer mal wieder, dass Frauen, wenn sie gefragt werden, erstmal sagen, ja echt, kann ich das? Kann das nicht jemand anderes besser? Und leider immer noch. Das hat sich auch seit der Zeit nicht viel geändert. Ich habe viel drüber nachgedacht, woher das kommt. Ich weiß es nicht. Also sicherlich bin ich als Mädchen auch so eher zur Bescheidenheit erzogen worden und nicht zu sagen, hey, ich bin die Größte, Schönste und Beste. Ne? Das ist sicherlich ein Teil meiner persönlichen Erziehung gewesen. Ja, aber natürlich, wenn man dann aus dem Elternhaus rausgeht und geht in die Welt und sieht, man kann viel, man kann auch viel bewegen, man kann viel machen, dass man dann immer noch fragt, glauben Sie, ich kann es.
Das ist eine andere Geschichte. Ne? Interessant. Sie haben Gott sei Dank diese Stelle trotzdem angenommen und Sie haben das wirklich ausgebaut zu einem HIV-Zentrum mit 90 Mitarbeitern. Das gelang, wenn ich das richtig gesehen habe, nur mit dem Geld von Pharmaunternehmen, die investiert haben. Das ist in der wissenschaftlichen Community, glaube ich, etwas gewesen, was ja, Stirnrunzeln mindestens hervorgerufen haben. Warum sind Sie diesen Weg gegangen? Es blieb einfach nichts anderes übrig. Ich habe natürlich schon, also wir waren ja die Ersten in Deutschland, die eigene HIV-Stämme hatten. Und die waren so unterschiedlich von dem ersten Virus, was die Franzosen isoliert hatten, was sie dann an Bob Gallo gegeben haben und was dann über die ganze Welt verteilt wurde. Meine Stämme sahen, also waren ganz anders. Also auch wenn man die Erbfolge, die Erbinformation anschaute, war zwischen den verschiedenen Patienten aus der Frankfurter Uniklinik mindestens 10% Divergenz. Mhm. Und wir haben halt damals gesehen, das ist ein hochvariables Virus. Damit habe ich dann versucht, Forschungsgelder zu beantragen. Ich habe damals nicht geglaubt, dass man einen Impfstoff machen kann. Habe auch gar nicht erst versucht, weil das Virus so hochvariabel ist. Ich habe gesagt, du schießt da auf ein bewegtes Ziel, versuch's gar nicht erst, sondern ich habe Medikamente machen wollen. Also eigentlich auch parallel zu dem, was ich heute wieder sage, zu Corona, auf jeden Fall sollte man auch Medikamente machen. Und wie gesagt, ich habe dann öffentliche Gelder beantragt, die kriegt man auch nicht immer. Und dann habe ich eben auch Firmen angesprochen und weil wir eben unsere eigenen Virusstämme hatten, die man auch noch patentieren konnten, waren die sehr an einer Zusammenarbeit interessiert und haben unsere Forschung eben gefördert. Über Pharma und Geld verdienen reden wir gleich tatsächlich, das ist ein spannendes Thema. Aber ich bleibe noch einen ganz kleinen Moment bei Ihnen als Frau in einer in einem Bereich Industrieforschung, glaube ich, 10-12% Frauen bis heute. Und dann auch noch als 39-jährige alleinerziehende Erstmutter, Vollzeitchefin. Wie haben Sie das gestimmt? Das war nur mit viel Disziplin zu machen. Also das heißt, dass man eben versucht, tagsüber so konsequent und schnell durchzuarbeiten, wie es nur geht, dass man dann um 7 zu Hause sein kann und sich um sein Kind kümmern kann und so weiter. Und natürlich auch durch jemanden, ich hatte immer zu Hause Frauen, die sowohl den Haushalt gemacht haben, also geputzt, gekocht haben und die sich dann aber auch um meinen Sohn gekümmert haben. Also das, anders geht es nicht. Ja, der schöne Wobei Satz von, ich sage, es war nicht, also wenn man zurückblickt, war es nicht die ideale Situation. Ich glaube, es ist heute viel besser, wenn die Kinder länger in den Schulen unter ihresgleichen bleiben, speziell wenn es ein Einzelkind ist, als dann nach Hause zu gehen und dann von irgendjemand Fremden betreut zu werden. Das ist nicht die optimale Situation. Also heute würden Sie sagen, Ganztagsschule und dann vielleicht auch ein bisschen Homeoffice, hilft das gibt es ja heute auch. Ja, das hilft auf jeden Fall, keine Frage. Aber gemerkt habe ich mir Ihren schönen Satz aus dieser Zeit, man sollte nicht auch noch versuchen, die perfekte Hausfrau zu sein. Definitiv nicht. Also ich habe in der Zeit wirklich im Haushalt ganz wenig angepackt. Sie haben auch den Müttern immer zur schnellen Rückkehr in den Beruf geraten. Warum? Naja, also es war ja dann auch so, also es war zu der Bayer-Zeit vor allen Dingen, dass ich eben auch einige junge Frauen eingestellt habe, die dann schwanger wurden. Und ich habe gesagt, macht bitte keine langen Pausen, bleibt dabei, denn man sieht ja in den Karrieren von Frauen sehr häufig diese Brüche. Wenn ich also 1-2 Jahre die Auszeit hinter mir habe, weil ich ein Kind bekommen habe, tun viele sich schwer, wieder reinzukommen. Und deswegen war es zumindest mein Angebot, ihr bekommt einen Laptop mit nach Hause, ihr bekommt Zugang zu unseren Datenbanken, sodass ihr von zu Hause auch immer den Kontakt halten könnt, wenn ihr wollt. Ich meine, wenn jemand natürlich gesagt hat, nein, ich bleibe jetzt 2 Jahre zu Hause, dann ist das eine persönliche Entscheidung, selbstverständlich. Eine andere Sache, nicht? Aber ich habe immer gedacht, dass es sinnvoll ist und viele sind auch schnell zurückgekommen. Weil das eben und ich hatte ja auch wirklich sehr, sehr gute Frauen. Ja. Ich brauchte ja auch deren Mitarbeit. Ja. Dann jemand Neues wieder einzustellen, jemand Neues wieder einzulernen, ist ja auch ein Aufwand. Und also auch für die Firma ist es sicherlich sehr sinnvoll zu versuchen, diesen Kontakt zu Frauen in der Mutterphase eben so eng wie möglich zu halten. Also das heißt, als Sie dann die Chefin waren, haben Sie die Position genutzt, um Frauen auch zu halten, möglicherweise zu fördern. Und trotzdem haben Sie mal gesagt, wir brauchen keine speziellen Förderprogramme für Frauen. Die überzeugen von selbst. Sie sind gegen eine Quote zum Beispiel? Nee, da bin ich missverstanden. Ich bin eigentlich für eine Quote, weil ich nach wie vor denke, und das habe ich auch, das sieht man in diesen großen Firmen, wo also wenig Frauen unterwegs sind, speziell in den Chefetagen, dass einfach diese psychologische Tendenz ist, die Herren wollen dieselben Herren wiedersehen, wie sie selbst sind. Ja, die suchen ihr Ebenbild, was sie einstellen wollen, und da passt eine junge Frau nicht rein. Und deswegen glaube ich schon, dass man
einerseits, um die Frauen zu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Viele haben dann ja auch Angst vor der Verantwortung, die sie übernehmen, wenn sie eine höhere Position berufen werden. Also einerseits, um sie zu ermutigen, aber auch, um, sagen wir mal, der Männerwelt Vorgaben zu machen, bitte auch mal über die Frauen nachzudenken in solchen Positionen. Ich glaube, da ist eine Quote sehr, sehr sinnvoll. Und es gibt ja inzwischen auch mehr als eine Studie, die zeigt, dass diverse Teams in Krisensituationen immer besser funktionieren, als wenn ich eben so eine ganz monolithische Reaktionsweise habe. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Nee, nicht in dem Sinne. Also ich bin da nicht militant, ja, aber ich sage eben, nachdem wir wissen, was alles nicht funktioniert und dass wir in Deutschland im Vergleich zum Ausland sehr wenig Frauen in Führungspositionen haben. Ich habe ja für die EU mal vor Jahren eine Studie gemacht, das hieß dann zum Schluss ein Weckruf für Europa. Ja, und da konnten Sie sehen, dass in der Forschung, in der Industrie, in anderen Ländern wie Frankreich, Italien, selbst in der Türkei mehr Frauen waren als in Deutschland. Mhm. Deutschland und Österreich waren die absoluten Schlusslichter in der Hinsicht. Und ändert sich was? Sehr, also zumindest, wie ich das beobachte, in Deutschland sehr, sehr langsam, leider. Gleich mehr zu Ihrer Karriere, auch in Deutschlands größten Pharmakonzern und die Hoffnung nochmal auf Medikamente, die entwickelt werden und das Geld, das damit verdient wird, darüber wollen wir gleich reden. Aber erst gibt es hier den Fragebogen. Welcher historischen Person würden Sie gerne einmal begegnen? Marie Curie, weil die eine der ganz frühen Frauen war, die dann selbstständig ihre Forschung gemacht hat. Sind Sie lieber dafür oder dagegen? Ganz klar dafür. Der wichtigste Tag im Leben? Ich glaube, im Leben gibt es sehr viel verschiedene wichtige Tage. Also wenn ich jetzt privat denke, dann ist es die Geburt meines Sohnes. Wenn ich beruflich denke, dann ist es beispielsweise, als ich die Firma gründen wollte, wo ich wusste, ich kriege das Geld, ich kann das machen. Mhm. Oder auch beruflich, wo wir wussten, dass das Medikament, was wir entwickelt hatten, wo dann die Daten rauskamen aus der klinischen Studie und wir wussten, wir hatten ein hochwirksames Medikament. Das sind solche wichtigen Tage, aber wie gesagt, es gibt natürlich mehrere. Gibt es einen wichtigsten Song oder einen wichtigsten Film in Ihrem Leben? Nicht unbedingt. Also ich mag Musik sehr und ich mag Filme sehr, aber das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Was ist für Sie das größte Unglück? Es gibt immer auch Situationen, die unglücklich gelaufen sind. Also beispielsweise, wenn man ans Privatleben denkt, eine Scheidung ist immer, glaube ich, eine schwierige Sache. Aber solche Situationen sind natürlich auch dafür da, dass man sie überwindet und weitergeht. Wofür sind Sie dankbar? Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass es gelungen ist, diese Firma zu gründen, dass das Medikament, was wir jetzt gemacht haben, wirklich Menschenleben rettet und in vielen Apotheken der Welt steht. Ich bin aber auch sehr dankbar, gesund zu sein, eine gute Familie zu haben. Also es gibt viele Gründe, um dankbar zu sein. Das wichtigste Buch? Gibt es für mich auch nicht, aber ich kann Ihnen sagen, zwei Bücher, die ich gerne gelesen habe. Das eine ist von der Michelle Obama, Becoming, und das zweite ist von Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Da stimme ich zwar nicht mit allen Thesen überein, die er schreibt, aber ich finde, es ist ein Buch, was sehr intensiv zum Nachdenken anregt, auch über die Rolle von Religionen etc. Also ich finde, es ist ein sehr lesenswertes Buch. Halten Sie sich für eine gute Freundin? Eher nicht, weil ich wenig Zeit habe, ganz ehrlich. Ich habe zwar Freundschaften und ich schätze die auch sehr und ich versuche immer womöglich die Zeit zu finden, aber in dem Sinne eine gute Freundin, die immer zur Verfügung steht, fürchte, das bin ich nicht. Professor Helga Rübsam, Chef, ist mein Gast heute. Sie sind geholt worden von Deutschlands größten Pharmaunternehmen, von Bayer, aus der Forschung in die Chefetage. Haben Sie sofort zugesagt oder haben Sie im Moment gedacht, welchen Weg schlage ich da ein? Nein, ich habe sogar erstmal Nein gesagt. Das lag daran, dass ich die Anfrage zu einem Zeitpunkt kam, wo eben das Georg-Speyer-Haus in Frankfurt, was ich dann schon 6 Jahre als Direktorin geleitet habe, mit knapp 100 Leuten dastand. Ich hatte eben von verschiedenen Firmen gutes Geld, damit wir forschen konnten. Also es ging dem Institut blendend. Mhm. Ich hatte natürlich Spaß an der Arbeit. Ich hatte auch Diplomanden und Doktoranden, die ich betreute. Also ich wollte einfach aus dieser akademischen Welt nicht raus. Aber dann rief Bayer nochmal an und dann haben sie gesagt, ist Ihnen eigentlich klar, dass jetzt ein Medikament, was wir in Zusammenarbeit mit Ihnen auf den Weg gebracht haben, gegen HIV demnächst in den Patienten geht. Mhm. Und damit haben sie mich gekriegt. Warum? Ja, weil ich das wissen wollte, weil ich dabei sein wollte. Ich wollte das sehen. Wie das funktioniert. Ich hatte ja noch nie eine klinische Studie. Also ich habe die bei Bayer sowieso nicht selber gemacht, aber zumindest mitzukriegen, wie man das macht, ja, wie man aus einer Substanz, die man im Labor gefunden hat,
was dann alles passieren muss, damit man erstmalig an Menschen gehen darf und was man dann für Fragen stellen muss etc. Das fand ich sehr spannend und dann habe ich ja gesagt. Dann wurden Sie Leiterin der Virungsforschung bei Bayer und das Interessante an diesem Punkt ist, finde ich, dass Sie nicht Ärztin geworden sind, weil Sie gesagt haben, die Verantwortung ist Ihnen zu groß und was passiert denn, wenn mir ein Patient stirbt? Aber hier eine neue Substanz mit den Risiken, die sie birgt, weil man sie eben nicht kennt, das ist doch eine viel größere Verantwortung, oder nicht? Mit Sicherheit, aber ich sage mal, da bin ich auch reingewachsen im Laufe der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, auch wenn Sie so ein Institut leiten wie das Georg-Speyer-Haus in Frankfurt, was an HIV arbeitet, ja, da haben Sie natürlich auch Verantwortung, dass das Sie Sicherheitslabors nicht brauchen, dass genau. Da nichts passiert. Ja. Aber die Verantwortung, eine Substanz in den Menschen, wie Sie es ja gerade formuliert haben, dann zu geben, das ist doch unglaublich. Gut, da war ich natürlich nicht alleine für verantwortlich. Da waren vor allen Dingen die Mediziner, die bei Bayer diese Aufgabe haben, die frühen Studien zu machen. Und man hat natürlich auch in der Industrie und weltweit Regeln aufgestellt, nach denen man so eine Substanz erstmal vortesten muss, bevor man an Menschen gehen darf. In Tieren beispielsweise. Und auch die Testung am Menschen, da wird man ja nicht gleich Tausende von Menschen behandeln, sondern da geht man auch vorsichtig ran. Also man beginnt mit niedrigen Dosen, guckt dann, ist es gut vertragen, steigert dann. Man gibt anfangs auch nur eine Dosis, dann macht man mehrfache Dosen. Also man geht da schon sehr vorsichtig ran. Aber es gibt natürlich auch Rückschläge. Bayer hatte einen solchen erlebt, ich glaube mit, was war das, Lepobay in Amerika, mit den Klagen. Das ist korrekt. Ja? Ja. Das heißt also ein Medikament, das dann nicht heilte, sondern im Gegenteil die Menschen krank machte. Ja, das war eine Situation, wo man die Dosis erhöht hatte und auch Nebenwirkungen gehen ja immer Hand in Hand mit der Menge, die sie geben. Und es war eine Erkrankung, die selten ist. Und das ist halt immer das Problem, wenn ich jetzt eine klinische Studie mit 1000 Leuten habe, eine Erkrankung tritt aber nur 1 zu 100.000 auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die in meiner klinischen Studie nicht sehe, sehr hoch. Und deswegen muss immer ja jede Firma, die ein Medikament in den Markt bringt, auch das im Markt überwachen und muss den Behörden eben Nebenwirkungen, die man sieht und die ernst zu nehmen sind und die man vor allen Dingen auf das Medikament zurückführen muss, die müssen alle gemeldet werden, die müssen alle gesammelt werden. Und diese Erfahrung, wenn man eben dann 100.000 und 1 Million Menschen behandelt hat, das ist einfach eine andere Datenlage, als sie die haben, wenn sie eine klinische Studie gemacht haben. So, das hat aber unter anderem dazu geführt, dass die Firma Bayer dann aus dieser Erfahrung heraus und vielleicht auch, weil sie aus der Sparte anti-infektiver Forschung, so heißt das dann, dachte vielleicht zu wenig, letztlich dann Rendite machen zu können, hat sie diese Sparte abgetreten. Und das war der Moment, an dem Sie Unternehmerin wurden. Sie haben im Prinzip das herausgelöst und haben sich selbstständig gemacht damit. Das ist richtig. Also ich bekam eben gesagt bei Bayer, dass mein Gebiet, die Infektionsforschung, nicht weitergeführt werden soll. Also wir haben damals an Medikamenten gegen Viren und Bakterien gearbeitet und hatten ein Malaria-Projekt auch. Und ich bin dann erstmal zum Vorstand gegangen und habe gesagt, ey, wir leben in der globalisierten Welt, das geht doch gar nicht. Man muss doch Infektionsforschung betreiben. Und Bayer hatte ja auch einen hervorragenden Namen auf dem Gebiet. Ja. Wie kann man so ein Renommee einfach weggeben? Aber die Antwort war dann sehr klar, die Entscheidung ist gefallen. Aus Renditeerwartungsgründen? Ja. Oder weil es zu riskant war? Zu riskant glaube ich nicht, aber Bayer hatte die strategische Entscheidung gefällt, mehr in der Onkologie zu investieren. Das war einfach eine Entscheidung des Vorstandes, will ich jetzt auch gar nicht groß diskutieren, aus welchen Gründen. Jedenfalls aber man hat mir gesagt, wenn ich wollte, könnte ich eine Firma gründen, müsste allerdings das Geld dazu selber finden. Man würde mir eine Investmentbank an die Seite stellen, die mir dabei helfen würde bei dem ganzen Prozess von Firmengründen und Geld finden. Tatsächlich haben Sie Investoren gefunden. Das sind die, die wir jetzt alle kennengelernt haben, weil sie auch bei BioNTech investiert haben, unter anderem. Aber die Skepsis der Deutschen gegenüber der Pharmaindustrie ist ja auch deshalb, weil man eigentlich immer den Verdacht hat, es wird da vor allem investiert, wo Milliardengewinne am Ende erwartbar sind. Ist das ganz von der Hand zu weisen? Sag mal so, jede Firma muss Geld verdienen, um auch weiterleben zu können und um neue Forschung finanzieren zu können. Ja, also wenn sie nicht Überschüsse verdienen, können sie auch keine neue Forschung finanzieren. Also insofern ist natürlich richtig, dass die Pharmafirmen viel Geld verdienen, aber sie investieren auch viel Geld. Und ich meine, um nur eine Zahl zu nennen, wenn ich ein neues Medikament machen will, dann brauche ich oft
eine Milliarde, ja. Mhm. Und ich brauche diese Milliarde, weil auf dem Weg, ein neues Medikament zu machen, viele Ansätze schiefgehen. Und die muss dann das neue Medikament auch wieder reinspielen. Und wenn man mal dieses Geben und Nehmen sozusagen kennt, ja, wenn ich also in was Neues investieren will, muss ich mit dem Alten erstmal Geld gemacht haben, dann versteht man das, glaube ich, viel besser, warum auch die Preise hoch sein müssen. Gut, aber man könnte jetzt auch sagen, in Ihrem Falle zum Beispiel, Sie haben diese Firma gegründet, es kamen die privaten Investoren. Wenn der Staat darin investieren würde, der hat ja keine Renditeerwartung. Der hat die Erwartung, zum Wohle seiner Bürger zu agieren. Wäre das der bessere Weg? Also wir haben jetzt gerade von der Leopoldina so eine Stellungnahme geschrieben, wenn es um Medikamente gegen Corona geht, wo wir schon verlangen auch, dass der Staat mehr in, sag mal, diese Vorbereitung auf Pandemien, in Forschung an solchen Viren investiert, dass man für die nächste Pandemie gerüsteter ist. Und ich bin fest überzeugt, die kommt irgendwann. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon Gebiete, wo der Staat notwendig ist, weil wenn Sie jetzt als Firma zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, okay, die nächste Pandemie könnte Ebola sein und Sie müssen jetzt als Firma in die Ebola-Forschung investieren, wissen aber gar nicht, ob die nächste Pandemie Ebola ist oder das Coronavirus 3, ja, dann sitzen Sie auf Ihrer Forschung und können nie damit Geld verdienen. Und das ist genau der Punkt, wo eben auch staatliche Unterstützung notwendig ist. Wenn man sich nochmal die Zahlen ansieht, es gibt eine Berechnung des globalen Impfbündnisses People's Vaccines Alliance. Die haben ausgerechnet einfach an den veröffentlichten Zahlen, dass Firmen wie BioNTech, Pfizer oder Moderna an Corona $1,000 verdienen pro Sekunde. Das sind natürlich. Ich habe die Zahl gelesen, ich kann sie nicht bestätigen. Na gut, aber es wird schon in der Größenordnung, eine weltweite Pandemie wird es schon sein. Verstehen Sie, dass die Menschen bei solchen Zahlen eine Skepsis entwickeln? Ja und nein. Also was zumindest von BioNTech weiß ich, was die gemacht haben, die haben auch ihren Impfstoff zu Selbstkostenpreisen beziehungsweise haben auch vor, Lizenzen zu geben, um eben ärmeren Ländern zu helfen, auch an den Impfstoff ranzukommen. Und nochmal, auch dieser Impfstoff ist in meinen Augen ja noch nicht fertig. Es wird wahrscheinlich Änderungen geben müssen. Man wird vielleicht auch sich auf neue Varianten einstellen müssen. Das heißt, also wenn ich jetzt BioNTech-Chef wäre, würde ich definitiv Geld investieren, um eben den Impfstoff noch zu optimieren. Aber das heißt, man könnte jetzt schon von diesen Firmen auch schon verlangen, dass sie eigentlich den radikalen Impfstoffmangel in ärmeren Ländern sehr viel schneller begegnen. Also auch zum Beispiel Lizenzen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Soweit ich weiß, ist das etwas, was BioNTech vorhat und ich bin sicher, dass sie auch ihren Impfstoff zu Selbstkostenpreisen abgeben an ärmere Länder. Die Medikamente, über die wir schon gesprochen haben, HIV, da kennen Sie sich sehr gut aus, das kann man sehr gut in den Griff bekommen. Corona, sagen Sie, kann man vielleicht damit in den Griff bekommen und trotzdem die Behandlung mit einer Handvoll Tabletten kostet Hunderte von Euro. Ist das immer eine redliche Sache? Also zum Beispiel, wenn ich es richtig weiß, dieses eine Medikament kostet so eine Packung über 5 Tage, kostet 700 Euro. Mhm. So, und jetzt können Sie die Tabletten, kostet es 700 Euro, die Tabletten zu machen? Nein, das ist billiger. Aber Sie müssen ja nochmal rechnen, die ganzen klinischen Studien, die man gemacht hat, um zu zeigen, dass das Medikament auch wirklich funktioniert. Die laufen ja auch noch weiter. Und es ist sicherlich sehr sinnvoll, auch nach weiteren Medikamenten noch zu suchen. Also ich würde, wenn ich jetzt Pfizer oder MSD wäre, ich würde hier nicht stehen bleiben, sondern ich würde gucken, können wir noch die Medikamente in ihrer Wirksamkeit noch verbessern? Und kann man vielleicht auch Medikamente kombinieren, um eine höhere Effizienz hinzubekommen? Das sind dann alles aber teure klinische Studien, die Hunderte von Millionen kosten, die sie machen müssen. Und deswegen finde ich diesen Preis absolut angemessen. Vielleicht geben Sie uns zum Schluss noch einfach, auch wenn Sie Euphorie ablehnen, aus guten Gründen, einen Ausblick. Glauben Sie, wir werden es auf der zweiten Verteidigungslinie, wie Sie sie nennen, tatsächlich irgendwann mal schaffen, dieses Coronavirus komplett in den Griff zu kriegen? Also ich bin fest überzeugt, dass wenn wir eben Medikamente, die hochwirksam sind, die spezifisch sind, die gut vertragen werden, früh einsetzen können, dass wir dann dem Coronavirus viel Schrecken nehmen können und dass viele Patienten davor bewahrt werden, zum Schluss auf Intensivstationen zu liegen. Aber genauso müssen wir auch die Impfung ständig vorantreiben. Ich glaube, nur wenn wir beides intensiv machen und optimal miteinander verbinden, dann haben wir eine gute Chance, also die Virusmenge, die auf der Welt zirkuliert, runterzukriegen. Aber noch sind wir nicht so weit. Die Pandemie, sagen manche Experten auch, wäre im Frühjahr 2022 zumindest mal für Europa
erstmal ihren Schrecken verlieren. Teilen Sie diese Prognose? Da möchte ich wirklich abwarten, wann es diese Medikamente gibt, die man oral nehmen kann, und wie die sich im richtigen Leben bewähren. Ich sagte ja vorhin schon mal, dass eine klinische Studie eine Geschichte ist und die Anwendung eines Medikaments in der freien Wildbahn sozusagen ist dann was anderes. Und da kommt es eben auch darauf an, ob die Patienten jeden Tag brav ihre zwei Pillen nehmen oder nicht und, ja. Was sie eben im Krankenhaus, wenn sie die Leute überwachen, viel besser beobachten können. Also ich wäre da vorsichtig, aber wenn das konsequent eingesetzt wird und die Patienten es auch verstehen und aktiv mitmachen, dann bin ich eigentlich durchaus optimistisch, dass wir da im Frühjahr anders dastehen. Gut, dann nehme ich den Optimismus und frage nicht nach dem Worst Case. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Professor Helga Rübsa, mein Chef. Sehr gerne, Frau Maischberger. Das war Maischberger, der Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende wiederhören, dann mit der Gerichtsreporterin und Macherin des erfolgreichsten True Crime Podcast, Sabine Rückert. Maischberger, der Podcast, ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens Holger Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt Mixwerk. Grafik Frauke Weißhuhn. WDR-Redaktion Elke Mahr, Dirk Müller.